Ja, grüß dich, mein Hey, Freund. wie geht's dir? Servus, was machst du? Ah, ich baue mir gerade ein neues Team zusammen. Was denkst du? Boah, sieht stabil aus, ne? Boah, dieser Player ist krass. 87er wurde geupdatet, ne? Mega ist auf die Karte, ne? Krass. Muss ich mal sagen. Sieht gut aus, ja. Warte, ja. Ich hab da was für dich. Ehrlich? Jetzt bin ich mal gespannt. Guck mal, ja, was ich gefunden habe hier. Oha! Dein Starspieler, den du eben noch hier eingebaut hast. Sollen wir den mal Nice! aufmachen? Yes, let's go! Hey, liebe Borussia eSports Community, was geht? Yannick am Start. Servus, hi. Grüß dich, ja. Und ihr habt es gerade gesehen im Intro. Wir haben hier die Headliner-Karte und die hat natürlich nicht Yannick herstellen lassen, sondern die wurde an Alassane Player höchstpersönlich geschickt. Und er hat uns die freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Deswegen machen wir jetzt hier einmal das Unboxing davon. Also, habt ihr auch noch nicht gesehen wahrscheinlich. Also ich finde, die Headliner-Karten sind generell ziemlich nice, ne? Ja, vor allem, die gehen ja noch alle hoch, ne? Also dadurch sehr interessant. Ein Inform läuft. Wenn Player dann ab und an mal ein Inform kriegt, lohnt sich das. Und ich finde das Kartendesign auch echt lecker, ne? Würde ich Mega. sagen. Wir reißen das mal hier wie die Geschenke an Weihnachten auf, ne? Hau dir das nicht gegen den Kopf oder so. Das ist eher ein Reminder an mich, weil ich die Ecke so vor meinem Gesicht halte. Ich glaube, eine Seite reicht. So zwei Idioten. So, warte. Machen wir mal. Jetzt zu mir. Ah, okay, hier ist noch so ein bisschen höher. Okay. Machen wir jetzt hier ganz brachial. Ja. Ich Wieder hoffe, Player wird ein das. Ich hoffe, Player wird dieses Video nie sehen. Alles gut, Player. Doch, pardon. Du bist heil hier angekommen im Borussia Park. Yes. Oh, Das sieht ist die sexy aus. 86er. Die 86er hat schon das erste Upgrade bekommen, wie ihr gerade in FIFA gesehen habt. Und ja, also ich muss sagen, Gefällt mir sehr gut. können wir die hier hinstellen? Nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Wir halten die lieber nach vorne. Du kannst halten, ja, jetzt besser. Ich halte es hier. Das ist mega nice. Man hat hier vorne einfach auch so ein, ja, so ein bisschen einen Abstand. Das heißt, du hast den 3D-Effekt da. Hier natürlich noch diese kleinen feinen Details. Das ist schon echt gut, Gefällt mir auch, ja. was uns EA da zugeschickt hat. Hat er jetzt durch seine 2 Tore am Wochenende Ein Upgrade bekommen. das Ganze auch verdient mit dem Upgrade auf die 87. Ja, sollen wir uns einmal die Karte anschauen, Ja, gerne. wie die Ingame-Stats davon sind, beziehungsweise jetzt die geupgradete. Ich weiß nicht, wenn ihr die gemacht habt, dann schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Ich habe sie auf jeden Fall abgeschlossen, da seht ihr das Erstbesitzer. Ja, hier sieht man auch den Unterschied dann, ne? Er hat hier eine 82 und dann hier in-game eine 84 im Tempo. Hat die Werte durchschnittlich um +2 bekommen. Alles sogar, ja, Dribbling nicht ganz, aber ja, fast +2 jeden Wert. Also das ist schon eine stabile Steigerung. Ne? Das ist wirklich ein gutes Upgrade. Second Inform-Karte. Eine hatte er ja Ja. schon. Ja, und da sehen wir das Tempo 84. Wenn man dem Hunter gibt, hat er 94 Tempo. Hat er auch einen sehr vernünftigen Schuss. Passen stimmt eigentlich auch. Dribbling an sich auch. Also. Kann man spielen, ist eine spielbare Karte. Für Sprawl-Niveau reicht nicht ganz, muss man ehrlich sein. Da fehlt einfach noch ein bisschen an Tempo, an Beweglichkeit. Aber für so ein Just-for-Fun-Team, für eine Weekend-League oder auch für Gladbach-Fans oder generell für französische Fans oder Player-Fans kann man die mal spielen, auf jeden Fall. Ja, absolut. Keine schlechte Karte, muss man sagen. Absolut, alles am Player. Ja. Und der Schuss, ne? 89 Schuss, Abschluss 90. Erinnert mich so ein bisschen an die Karte von Lewandowski. Er hat auch nicht so viel Pace, aber auch einen sehr guten Genau, bei Schuss. Lewandowski ist das Tempo immer das einzige Problem, warum er dann nicht Ja. so häufig gespielt wird. Aber wie gesagt, ein guter Stürmer kann man einsetzen. Coole Karte. Kann ja noch nach oben gehen. Wer Ja. weiß, ist ja noch eine lange Saison. Von daher hoffen wir es mal. Man könnte ihm auch ein Shadow geben, ne? Er hat ja 99 Antritt. Gut, Defensive. Ich weiß nicht, ob der Defensive braucht, aber Ja, aber ich meine, rein von der Pace, ne? Dann vom hätte, ich Pace, meine, ja. würde ich es wahrscheinlich nicht machen, aber könnte man, dann hättest du trotzdem noch Abschluss von 90, Schusskraft 91. Also schlecht wäre der Schuss nicht. Aber Hunter gibt doch auch Tempo voll, oder? Oder gibt Aber Shadow nicht. mehr? Shadow mehr? Shadow gibt Okay. 15 Antritt und 10 Okay. Sprint. Ja, Und diese Hunter 10 Champions League Shadow. Size, ich weiß nicht. Glaubst du nicht dran? Nicht so stark, wie die Werte dann aussehen. Ich glaube jetzt nicht, wenn du dem Shadow gibst, dass der den 99 läuft. Persönlich meine Meinung, aber muss jeder selber wissen. Ich glaube, das Gewicht und die Größe der Spieler spielt damit rein. Also wenn du halt einen Spieler hast, der leichter ist, dann wird er schneller sein. Und jemand, der kleiner ist, der ist beweglicher. Das ist ein bisschen wie bei, ich glaube, das ist ein bisschen bei Pro-Clubs. Da kannst du ja die Größe deines Spielers ändern und ändern sich da die Stats. Das ist so meine Theorie. Ja, aber an jedem Fall finde ich das doch hier sehr nice. Und ja, wir schauen mal,
wo das Ganze hier seinen Platz findet. Wir haben insgesamt 10 Karten, 10 Special-Karten stand jetzt hier bei Borussia Mönchengladbach. Das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Wirklich eine überragende Saison. Gut, eine gute Saison. Ja. Spiegelt sich dann irgendwo in Informkarten wieder. Ja. Verdient bis dahin und ja, die Saison ist noch jung, wie eben schon gesagt. Es werden, glaube ich, noch ein paar kommen. Ja. Jetzt wird es natürlich schwerer für die Spieler, ne? Die Spieler, die schon 1 bis 2 Informs haben, müssen jetzt noch mehr leisten, um wieder ein Inform zu bekommen. Also bei Player muss schon 2 bis 3 Tore dann eher her. Ja. Aber gut, vielleicht kommt noch die ein oder andere Chance da. Ja. Ja, es bleibt spannend und ich hoffe, euch hat das Ganze mal gefallen, hier so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Das sind ja die Karten, die die Spieler, also wirklich die offiziellen Karten, die die Spieler überreicht bekommen. Das wird auf jeden Fall auch noch nachgeholt. Und, ich denke, Player wird sich die nicht entgehen lassen, ne? Ja, kann gut sein, dass die hier bei Player dann im Wohnzimmer hängen wird. Vielleicht stellt er uns sie zur Verfügung, vielleicht kommt sie in sein Wohnzimmer. Ja, also wäre ich er, ich würde die safe machen. Ich auch. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. So ein Blick hinter die Kulissen. Wenn es so war, dann lasst gerne ein Like da, drückt auf die Glocke, abonniert uns bei Insta. Ne? Da gerne, wird dann die Übergabe bei Borussia stattfinden, bei Borussia eSports. Werden wir auf jeden Fall posten. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oder? Macht's gut. Ciao.